Den können wir auch mal sammeln. Und hier unten haben wir unsere, genau, unsere Werkzeuge, da komme ich gleich dazu. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was denn hier das Aufwertungs... Ja, das Aufwertungskit macht. Und zwar könnten wir das entsprechend kaufen. Wie gesagt, ist accountgebunden, verbraucht man und damit können wir diese einzelnen Sachen, die man auseinanderbauen kann, ne, im Prinzip auseinanderbauen. Ich habe es eigentlich jetzt gerade gesagt. Man kann zum Beispiel diese Hose hier, die bringt uns sowieso nichts und 5 Bronze, das ist lachhaft. Doppelklicken wir einfach mal da drauf und dann verwandelt sich mein Cursor in so ein in einen Recycling-Cursor. Und wenn wir da eben jetzt einmal draufklicken, dann verwandelt sich jetzt diese Hose in ihren, in einen Ursprungszustand wieder zurück. Das wäre in dem Fall ein Kupfererz und das kann ich entsprechend sammeln. Und das funktioniert so mit ziemlich fast jedem. Also die Rohlederriemen, gut, ja, haben jetzt hier wieder unsere Rohleder. Kommt drauf an, was wir da alles später bauen können. Berufe stehen ja auch noch aus. 2 Stücke Metallschrott, die können wir zum Beispiel wieder in Kupfererze verwandeln. Dann unsere Hose des Akolyten, 5 Bronze, das bringt uns relativ wenig. Also auch mal zurückverwandeln. Unser stumpfes Messer bringt uns eigentlich auch nichts. Das können wir jetzt zum Beispiel nicht wiederverwerten. Das geht nicht, das muss man dann später verkaufen. Das hier können wir wieder verkaufen, bringt uns sogar 12 Bronze. Naja, das hier braucht man nicht. Zerfetzte Lumpen brauchen wir auch nicht. Den Stab, der bringt uns 11. Eine Lederweste, da muss ich jetzt erstmal schauen, was wir da aktuell so angelegt haben. Jetzt lag ich hier einfach mal alles. Das kann man auch wegmachen. Brauchen wir auch nicht mehr. So, alle lagern. Und die Sachen hier, die lasse ich immer ganz gern hier unten. Weil wir einfach hier am wenigsten brauchen von den Dingern. Die Kiste nehme ich hierher. Und das hier ist eine Lederweste. Die können wir auch eliminieren. Ja, die möchte ich wiederverwerten. Das ist reines Können und ein bisschen Glück. Meister der Wiederverwertung. 50 Gegenstände verwertet. Ich glaube, das ist nicht auf den hier allein bezogen, aber ich glaube, wir haben jetzt hier bei Weitem keine 50 Gegenstände verwertet. Das ist Charakter, nicht charaktergebunden, das ist accountgebunden. Das heißt, mit meinem anderen Norm in dem Fall habe ich hier auch wiederverwertet. Und das zählt dann hier im Prinzip mit. Und wie gesagt, den Rest, den könnten wir dann theoretisch verkaufen. Naja, das ist auch zu schlecht. Den können wir auch... auch wieder verwerten. Manchmal kommt noch ein bisschen interessantere Sachen raus. Deswegen verwerte ich immer ganz gern wieder, wenn es nicht unbedingt viel Geld bringt. Ich meine, 11 Bronze, das ist lachhaft, das ist ein Witz. Aber wir haben immerhin jetzt erst knapp 3 Silbermünzen. Und wenn wir uns da mal was kaufen, dann sieht das Geld schon wieder ganz anders aus. Und von dem her mache ich das immer ganz gern, dass ich wieder verwerte. Zumindest am Anfang. Um auf diese Werkzeuge zurückzukommen, die finden wir auch in unserem Heldenmenü hier rechts. Die müsste ich nur einmal anklicken. So. Dann werden wir die hier entsprechend ausgerüstet. Und jetzt kann ich hier im Prinzip 50 Mal mit meiner Sichel sammeln. Blaubeeren, Champignons, Zwiebeln, Karotten, Kräutersprösslinge, Kartoffeln und Salat steht hier zum Beispiel. Meine Axt kann ich hauptsächlich Holz umnieten. Espen, Kerch, Ecku und die ganzen Schößlinge eben von denen. Und hacken kann ich auch Kupfererz und ähnliches. Mit dem kann ich dann entsprechend später in meinem Beruf, kommt übrigens darauf an, was wir für einen Beruf dann haben, Sachen machen. Apropos Berufe, wir müssen uns natürlich auch irgendwann später mal, jetzt sind noch relativ früh, Level 4, das ist viel zu früh, aber später können wir uns mal einen Beruf aussuchen, den wir da erlernen wollen. Jetzt überlege ich gerade, ich gehe mal schnell zu dem Kräutersprössling hin, damit ich euch zeigen kann, wie das aussieht und wie das funktioniert. Auf der Karte wird nämlich immer angezeigt, wird auf der großen auch angezeigt? Nee, nur auf der kleinen. Ja, auf der Karte wird nämlich angezeigt, hier mit diesem Symbol, was denn das ist. Das ist hier zum Beispiel Sammelgegenstand mit der Sichel, das hier eine Axt, Holz in dem Fall und hier unten war irgendwo Erz, genau. Hier ist Kupfererz. Im Startgebiet ist das meistens immer Kupfererz, aber später in den besseren Gebieten, da kommen dann auch so andere Erze dran, die man dann später entsprechend verbauen kann in seinem Beruf. Und da wird zum Beispiel eine Pflanze, der Kräutersprössling, und oh, da helfen wir ihm doch gleich mal, dem schönen, der schönen Hirsch. Ja, jetzt haben wir uns beide zu Feind gemacht, aber naja, hätte er sein können. Kräutersprössling mit F können wir jetzt hier sammeln.
Dann nimmt er das. Haben wir in unserem Inventar. Vanilleschoten haben wir jetzt da bekommen. Für den Küchenmeister ist das interessant. Sammeln wir einfach mal alles. Wer weiß, wann wir es denn brauchen. Wie gesagt, Berufe, wir sind ja ein Dieb und da würde sich am besten, lasst mich überlegen, der Lederer eignen, der macht mittlere Rüstung oder der Juwelier, der macht diese ganzen, ja, was macht er denn im Prinzip? Er macht Amulette, Ohrringe, das ist keine Pflanze. Taschen machen die Schneider zum Beispiel auch, die Lederer zum Beispiel auch. Wir müssen jetzt da hoch, da gehen wir einfach mal den Weg hier entlang. Und von dem, wie gesagt, müssen wir uns einfach mal überlegen, was wir für den Beruf nehmen wollen. Lederer und Juwelier zum Beispiel oder Waffenschmied, Weidmann. Naja, wir müssen aufpassen, dass wir keine zwei Rüstungsberufe lernen. Hat relativ wenig Sinn, sowas. Aber plädieren würde ich zum Beispiel für den Juwelier. Ist aber teuer. Also Juwelier ist ein teurer Beruf, weil wir da nämlich hacken müssen mit unserer Spitzhacke nach Erzen. Da kommen nämlich zum Teil auch manchmal eben solche wertvollen Edelsteine raus, die wir dann verbauen können oder verarbeiten können. Und das dauert halt, wenn wir wirklich Pech haben, dauert das Ewigkeiten. Was müssen wir eigentlich machen? Heinhüter Brulians heißt der. Das ist schon Level 5. Naja, wir sind ja fast Level 5. Besiegt bei der Morgenspirale Untote, säubert verdorbene Raupenlöcher und zerstört uranische Artefakte. Orianische Artefakte. Okay, dann stampfen wir einfach mal. Und eliminieren das Ding hier. Die auferstandene Raupe. Da ist er, unser Questgeber. Und wie gesagt, so Kochmeister oder Küchenmeister heißt er, ja. Oder was gibt's denn noch für einen Beruf, den eigentlich jeder lernen kann? Aber ob der so viel Sinn macht, ist halt die andere Frage. Das bringt uns halt wieder Vorteile im PvP zum Beispiel, beim Kampf. Der Konstrukteur zum Beispiel, der kann, soweit ich weiß, Tränke machen. Können wir dann zum Beispiel im Kampf einsetzen, damit wir so einen Boost bekommen. Oder wir können, wie gesagt, mit dem Juwelier, für den ich jetzt zum Beispiel auch plädiere. Ist allerdings teuer, also wie gesagt, muss man aufpassen. Da ist ein bezwungener Spieler, den müssen wir doch gleich mal wiederbeleben. Hier. Helfen wir doch gleich mal. Unser ersten richtigen Spieler, den wir hier wiederbeleben. Oh, habe ich auch schon 50 Mal gemacht. okay. Gut, dass ich das weiß. Wir müssen Portale finden. Und was ist das? Das ist wieder ein Raubloch. Machen wir das doch auch gleich. So. Der wäre Geschichte. Was müssen wir denn noch machen? Untote. Wo gibt's denn hier Untote? Ah, ein auferstandener Leibeigener. Da ist eine Untote. Okay. Hilft ihr mir auf? Ja, sicher hilft ihr dir auf. Aber zuerst muss ich hier den erstmal erledigen. Der wäre auch wieder Geschichte. Wiederbeleben. Da kommen die Leibeigenen. Die Untoten. Tot. Nix gut. Ehrlich. Tot. Schlecht. Ach, das ist ja sogar eine Quest. Ein Event, ein folgt mir lieber. Größeres Knochensplitter. Ja, dann gut, dann folgen wir dir halt. Die läuft uns hier sowieso nicht weg. Aber, die hier muss ich mir auch nochmal anschauen, deren Fähigkeiten. Ich weiß nämlich nicht, was ich dazu zum Teil drücken sollte. Aha. Naja, okay. Komm, wo ist denn der jetzt? Ach, da drüben. Oi. Also, je länger die Waffe zum Beispiel ist, desto größer ist unser Radius, den wir da bekämpfen können.
Jetzt haben wir mal gerade so überlebt. Ich fühle mich erneuert. So, die Frage, wo will der Agent Rex hin? Oder Agent Rex hin? Das ist eine gute Frage. Dahinter will er. Na. Ja, das hat sogar Vorteile. Hier machen wir die andere Mission auch gleich mit von Blue Lines. Durchsuchen und da haben wir auch nichts mehr. Ne, haben wir nichts mehr zum Durchsuchen. Nein, da haben wir noch was zum Durchsuchen. Gehen wir gleich hin. So, ein winziger Lederbeutel, den uns da gegeben hat. Und da ist wieder eine auferstandene Leiche. Eieiei, das ist viel, das ist viel. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich glaube ja nicht. Zu Ende mit mir. Ich will mal hier meinen Lebensbalken wieder haben. Damit ich die dann... So, jetzt. Es geht los. Jetzt sieht's gut aus. Ja. Man braucht nur ein bisschen Geduld, dann geht das alles schon. Aber es ist halt blöd, wenn man allein unterwegs ist, gerade bei solchen Missionen. Was ist jetzt passiert? Hatten wir da gerade einen Serverhänger? Oder einen Clienthänger? Die Mission haben wir auf jeden Fall gemacht von Blue Lines. Da gehen wir auch gleich hin. Jetzt schaue ich nur erstmal, was der hier will. Ich will ihn ja nicht allein lassen. So, wo geht er jetzt hin? Du musst doch dahinter, habe ich gedacht. Ah, der weiß auch nicht, wo er hin will. Naja. Folgen wir ihm einfach mal. Und wie gesagt, sammeln zum Beispiel werden wir jetzt alles, was uns irgendwie auf dem Weg begegnet. Denn man kann es nie genug haben. Hey, was ist denn das? Also der Kreis hier auf dem Boden markiert zum Beispiel immer, wohin der Angriff von dem stattfindet, wenn er den wirft, jetzt hier zum Beispiel. Und wir müssen einfach ausweichen, den Punkt ausweichen, genau. Na, das ging doch jetzt recht fix. Freut mich, dass das doch so einfach ging jetzt gerade eben. Weil ich habe mir gedacht, na, der wird uns wahrscheinlich wieder bezwingen. Und der führt uns hier zu... So. Ach, das war nicht. Schrecken Zeitans, 100 Tötungen. Also heute farmen wir Erfolge ab, das ist Wahnsinn. Ruht, ja, ruht in Frieden, würde ich mal sagen. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Tägliche Events haben wir auch. Also das ist ja Wahnsinn hier. Wir farmen ab. Übrigens unter H könnt ihr hier unter dem... Da. Unter dem Symbol eure Erfolge einsehen. Tägliche Erfolge, die anderen Erfolge. Das ist wie gesagt alles Account gebunden. Das heißt, ja, das ist ja alles komplett für jeden Charakter, den ihr hier so habt. Und nicht einzeln. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück, weil ich mir die Belohnungen ansehen möchte, die uns da eventuell der... wie hieß er denn? Belarius? Da ist eine Speerin. Schrägstrich ein Speer. Den will ich mir nicht entgehen lassen. Wieder ein Event. Also das ist echt Wahnsinn heute. Gehen wir doch gleich mal dahin.
und schauen uns die Speeren später an. Hier gibt es auch wieder ein paar Spiele. Auferstandenen Wellen besiegen. Machen wir doch gerne. Da sind sie alle, die Auferstandenen. Was war das? Das war nicht ein... Das war ein falscher... Gut, ich bin auf jeden Fall wieder da. Wie sind wir denn jetzt gestorben? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wird auf jeden Fall eine längere Geschichte, so wie das aussieht, wenn es erst eine von sieben, in dem Fall die zweite von sieben Wellen sind. Hier ist wieder ein Fertigkeitenpunkt. So. Ei, 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 ei. Da passiert was. Der haut einfach so ab. Dieser Kampf ist vorbei.